Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video. Ich bin Eva und ich stelle euch heute den dritten Teil meiner angefangenen Buchreihen vor. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit den Autoren vom Buchstaben M bis Buchstabe Y. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hoffentlich habt ihr die ersten zwei Teile von dieser Videoreihe schon gesehen. Ansonsten schaut gerne mal unten in der Infobox vorbei, da findet ihr den Link. 45 begonnene Reihen, die ich noch nicht beendet habe, aber es eigentlich theoretisch noch möchte, habe ich euch vorgestellt. Heute kommen 15 weitere Reihen und damit haben wir dann auch endlich alle durch. Ich sage noch ganz kurz zur Info, ich habe ganz grob nach Buchstaben, also nach Nachnamenbuchstaben der Autoren sortiert. Es kann ein paar Fehler geben, aber wenn ihr einen bestimmten Autor sehen wollt, dann guckt gerne sonst zur Not, wenn er hier nicht mehr bei ist, bei den anderen ersten beiden Videos auch mal mit rein. Vielleicht ist er da ja dabei, wenn ihr den Nachnamen kennt, dann könnt ihr das auf jeden Fall mal nachschauen. Ja, 15 erste Bände habe ich heute hier vor mir, die ich euch vorstellen möchte. Ich lese euch nicht den Klappentext vor, weil das sonst einfach die Zeit sprengen würde und ich glaube, so lange wollt ihr dieses Video gar nicht gucken. Wenn ihr aber angefixt seid und unbedingt den Inhalt von einer Reihe oder von einem ersten Band wissen wollt, dann guckt unten in der Infobox gerne mal rein. Da habe ich euch alle Bücher, die ich euch vorstelle, verlinkt und da könnt ihr dann natürlich auch die Webadresse finden und lesen, worum es geht. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß, denn ich starte jetzt mal durch. Und zwar starte ich mit einem Buch, das mich sehr überraschen konnte. Die Krieger der Königin von L.J. MacDonald aus dem Drümmer-Klammer Verlag. Als ich dieses Buch gelesen habe, wusste ich tatsächlich nicht, dass es sich um einen ersten Band handelt. Aber ich habe die Reihe so geliebt diesen Band so geliebt. Und als ich dann herausgefunden habe, dass es einen zweiten Band gibt, hatte ich das total klasse. Der zweite Band steht auch mittlerweile in meinem Regal. Aber er steht da echt schon eine ganze Weile und ich traue mich da tatsächlich nicht so ran, weil ich ein bisschen Angst habe, dass der zweite Band mit dem ersten Band einfach nicht mithalten kann. Und mich hat der erste Band von der Story her so packen können. Also es ist echt ein sehr, sehr gutes Buch gewesen, das mich sehr überrascht hat und sehr positiv zurücklassen konnte. Deswegen liebäugle ich immer noch so ein bisschen mit dem zweiten Band. Ich werde ihn irgendwann lesen, ja, aber ich schiebe ihn tatsächlich etwas vor mir her. Dazu zählt außerdem noch der Grund, dass ich tatsächlich nicht so ganz weiß mehr, wie dieses Buch beendet worden ist. Und wenn man das einfach nicht mehr weiß, ist es manchmal auch etwas blöd weiterzulesen. Der nächste Reihenauftakt kommt mal wieder aus dem Lux Verlag. October Day, Winterfluch ist der erste Band mit diesem wundervollen blauen Cover von Seanan McGuire. Ich weiß genau nicht genau, wie man den Namen aufspricht. Oder McGuire. Ich habe keine Ahnung. Den zweiten Band habe ich tatsächlich schon auf meinem Sub. Ich muss tatsächlich sagen, dass dieser erste Band mich jetzt nicht so umgehauen hat, so 5 Sterne mäßig. Ich glaube, es waren 3 Sterne mäßig. Ist aber vollkommen in Ordnung. Und ich weiß, dass es eine Reihe ist, die ich eigentlich ganz gerne weiterlesen möchte und auch beenden möchte. Man muss ja nicht immer 5 Sterne Bücher lesen, aber die Reihe werde ich auf jeden Fall weiterlesen. Und naja, der Anfang, dass der zweite Band auf meinen Sub gewandert ist, ist ja auch schon gemacht. Es folgt ein Hype-Buch, Die 100 von Cass Morgan. Diesen ersten Band habe ich tatsächlich innerhalb von wenigen Stunden an einem Tag beendet. Und ich beende ganz, ganz wenig Bücher an einem Tag. Ich lese eigentlich immer mindestens 2 Tage lang, damit ich über Nacht so ein bisschen die Verarbeitung habe. Bei diesem Buch war es dann tatsächlich anders. Ich habe einen ganzen Tag auf dem Sofa verbracht und einfach nur gelesen. Das Buch hat mir unheimlich gut gefallen. Ich habe die Serie dazu mittlerweile tatsächlich auch schon in meinem Regal stehen, habe sie allerdings noch nicht begonnen, weil ich erst Band 2 und Band 3 beenden möchte. Und zwar habe ich diese beiden Bände auch schon in meinem Sub liegen, auf meinem Sub liegen. Und plane sie eigentlich dieses Jahr noch, also im Jahr 2017, noch zu beenden. Vielleicht findet ihr also irgendwann mal eine Rezension dazu auf meinem Kanal hier und auf meinem Blog. Denn es ist eine gute Reihe und es ist eine gute Dystopie in der Zukunft und ja, die Menschheit geht zurück auf die Erde. Ne? Ich denke, jeder von euch hat bereits von diesem Buch gehört. Es ist hier auch das Filmcover tatsächlich, also es ist nicht das Originalcover. Aber es ist eine Reihe, die mir sehr gut gefallen hat und wie gesagt, ich werde sie demnächst beenden, hoffe ich. Und dann hoffentlich Band 2 und Band 3 direkt hintereinander.
Die folgende Reihe hat mir vom Namen her unheimlich gut gefallen. Evermore von Alison Noel. So schön der Name und auch die erste Inhaltsangabe von diesem ersten Band war so schön. Ich habe es in irgendeiner Programmvorschau vor Jahren mal gefunden und wollte dann unbedingt direkt den ersten Band haben, habe den zweiten Band auch. Der dritte, ich glaube sogar der vierte, steht schon auf meinem Sub. Es sind, glaube ich, auch insgesamt 4 oder 5 Bände. Band 1 und Band 2 habe ich gelesen. Band 1 hat mich dann leider tatsächlich nicht so vom Hocker gehauen, wie ich erwartet hätte, wie ich es gehofft habe tatsächlich. Und Band 2 war dann ebenfalls nicht so prickelnd. Ich habe Band 3 und 4 aber ja da und deswegen will ich die Reihe eigentlich auch irgendwann nochmal weiterlesen. Allerdings habe ich da im Moment nicht so einen Druck hinter, weil ich tatsächlich einfach keine Erwartungen gerade habe. Und also wenn dann negative Erwartungen und deswegen lasse ich mir da richtig, richtig viel Zeit mit. Tja, die nächste Trilogie wird dafür hoffentlich sehr bald beendet. Delirium, der erste Band der Amor-Trilogie, ist tatsächlich schon eine ganze Weile her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber ich habe seit Weihnachten mittlerweile den dritten Band auch auf meinem Sub. Den zweiten habe ich nämlich schon gelesen. Der dritte fehlt jetzt noch, aber der befindet sich schon auf meinem Sub. Und ich hoffe, dass ich es in diesem Jahr 2017 noch beenden kann. Und ja, dann kann ich diese Reihe endlich als beendet erklären und ich bin sehr gespannt, wie das klappen wird. Auch die folgende Reihe habe ich vor Ewigkeiten begonnen. Die Welt, wie wir sie kannten, von Susan Beth Pfeffer. Es gibt, glaube ich, mindestens 2 weitere Bücher hierzu. Und die ist, glaube ich, mal gehypt worden ein bisschen, diese Reihe. Es ist aber schon eine ganze Weile her. Und dann habe ich, als der Hype dann irgendwann mal vorbei war, mir den ersten Band zugelegt. Und er hat mir auch sehr schön gefallen. Ich habe ihn sehr gerne gelesen tatsächlich. Band 2 und Band 3 haben es bisher aber leider noch nicht in mein Regal geschafft. Ich weiß nicht, warum mich das dann aus den Augen verloren hat. Vielleicht weil das Abi dann kam und Studium und alles. Es tut mir auf jeden Fall sehr leid, dass ich die Reihe bisher noch nicht weiter verfolgt habe. Ich hoffe, dass ich es irgendwann nochmal tun werde. Denn es hat natürlich auch was mit Dystopie zu tun. Und Dystopien gefallen mir ja nun wirklich sehr, sehr gut. Und ich weiß auch, dass dieses Buch mich packen konnte. Tja, dafür konnte Eragon mich gar nicht so doll packen. Also, gelesen habe ich das Buch tatsächlich erst, nachdem ich den Film geschaut habe. Und der Film war so schön von der Story her. Und dann habe ich endlich mal zu dem Buch gegriffen. Die Story gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich finde den Schreibstil tatsächlich etwas anstrengend und es sind tatsächlich sehr viele Seiten. Ja, 800 Seiten fast und der zweite Band ist dann nochmal eine ganze Ecke dicker mit über 1000 Seiten. Ich habe ihn dann irgendwann mal angefangen. Aber ich habe bereits in einer der vorherigen Videos gesagt, High Fantasy liegt mir nicht so gut. Wenn es jetzt da nochmal Filme geben würde, würde ich sie auf jeden Fall weiter gucken. Den zweiten Band habe ich mir dann tatsächlich allerdings mal im Audible-Abo als Hörbuch geholt. Und ich habe die Hoffnung, dass ich als Hörbuch dann ungekürzt natürlich irgendwann mal weiter höre und die Geschichte weiterverfolge. Im Normalfall wechsle ich gar nicht hin und her zwischen Buch oder Hörbuch oder eben Film. Naja, Film schon, weil gucke ich dann halt im Nachhinein. Aber ich wechsle eigentlich im Normalfall nicht hin und her. Aber bei Eragon kann ich mich leider nicht überwinden, den zweiten Band komplett zu lesen mit 1200 Seiten, glaube ich. Und wo der Schreibstil mir einfach nicht so richtig zusagt und ich High Fantasy nur nicht so ganz verfolgen mag eigentlich. Deswegen hoffe ich, dass es mich irgendwann dann nochmal mit seinen 43 Stunden oder so als Hörbuch begleiten wird. Ja, und bei der nächsten Trilogie weiß ich tatsächlich gar nicht, warum ich sie bisher nicht weiter verfolgt habe. Godspeed von Beth Reavis. Ist auch aufgrund des Hypes, glaube ich, als es relativ neu draußen war, bei mir eingezogen. Der erste Band hat mir auch richtig gut gefallen, nachdem er eine Weile auf meinem Sub versauert war. Band 2 und 3 sind einfach nie bei mir eingezogen. Ich habe es ein bisschen aus den Augen verloren. Mittlerweile weiß ich auch nur noch grob, worum es ging. Irgendwie geht mir das mit vielen Büchern so, aber wenn man so viel liest, dann passiert das wohl. Ich will die Reihe definitiv beenden, definitiv. Ich weiß allerdings nicht, ob das in naher Zukunft passieren wird oder erst in den folgenden Jahren. Und nun gehen wir wieder zurück in den Lux Verlag. Hier habe ich den Beginn einer Reihe, Teufelskreis von Linda Robertson. Es geht um die Hexe Furzival Alkmedi. Und
Es ist eine der vielen Hexenreihen, die ich begonnen habe. Der vielen vor allem. Ich weiß gar nicht, ob es so viele sind, aber eine der vielen Reihen aus dem Lux Verlag auf jeden Fall. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die Reihe irgendwann fortführen werde. Ich weiß, dass es einen zweiten Band gibt. Bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob die Reihe nicht irgendwann doch eingestellt worden ist. Aber wenn es einen Folgeband gibt, dann lese ich ihn vielleicht irgendwann nochmal. Ich denke allerdings, das wird noch eine ganze, ganze Weile auf sich warten müssen. Aber begonnen habe ich sie halt nun mal, ne? Dafür habe ich hier ebenfalls eine Reihe aus dem Lux Verlag, die ich definitiv beenden werde. Jill Kismet von Lilith St. Crow. Und Lilith St. Crow habe ich über eine andere Reihe das erste Mal gelesen, und zwar über die Dante Valentine-Reihe. Die habe ich verschlungen. Ich glaube, ich habe alle Bände hintereinander weggelesen. Und daraufhin musste ich dann auch ihre Jill Kismet-Reihe beginnen. Ich habe mittlerweile 3 von 4 Bänden gelesen. Den vierten Band habe ich leider immer noch nicht bei mir einziehen lassen können. Ich halte immer noch die Augen offen, ob ich da irgendwann mal günstiger dran komme. Und wenn das irgendwann mal der Fall ist, dann wird der auf jeden Fall bald bei mir einziehen. Ganz schnell. Oder werde ich ihn auch lesen, denn die Reihe hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich möchte sie definitiv beendet wissen, damit ich sie komplett in mein Regal stellen kann. Das ist nämlich eine Fantasy, die ich tatsächlich zwischendurch mal ganz gerne lese. Ich weiß nicht, warum das zwischendurch bei mir so schwankt. Warum ich das ganz gerne lese, dann das mal wieder nicht. Und dann so verteilt sich das einfach ein bisschen. Aber ich denke, das hat wohl jeder mal ab und zu so. Letztendlich weiß ich aber auch, dass ich nicht alle Reihen beenden werden könne, und dazu zählt dann leider auch die folgende Reihe. Und zwar Finding Sky von Joss Stirling, Die Macht der Seelen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich die beenden werde. Ich weiß, dass der erste Band mich dann eigentlich doch noch ein bisschen überrascht hat, aber er hat mich halt nicht vom Hocker gehauen, und ich habe die Folgebände dann einfach ein bisschen aus den Augen verloren. Leider. Ich weiß nicht mal unbedingt warum. Aber ich glaube, es war einfach letztendlich ein zu großer Hype, der gar nicht unbedingt so ganz, für mich nicht ganz der Wahrheit entsprach. Und deswegen habe ich sie dann aus den Augen verloren. Und naja, die Priorität, diese Reihe zu beenden, liegt dann doch recht weit unten. Dafür habe ich auch eine andere Reihe, die mich einfach humorvoll komplett überzeugt hat. Auch wenn ich sie recht lange, lange, lange lese, also im Sinne von, ich habe vor Ewigkeiten damit angefangen und bin immer noch nicht fertig damit. Aber ich meine, Flames and Roses von Kirsten White, Lebe lieber übersinnlich, ist, glaube ich, eigentlich eher was für die jüngere Generation. Ich habe sie aber ja auch vor Jahren, als ich jünger war, begonnen. Es geht um eine jugendliche Vampirjägerin, und es ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, die mich in eine tolle Welt entführt hat. Und bei der man sehr oft lachen kann. Es ist manchmal sogar ein übertriebenes Lachen, ehrlich gesagt. Aber sie hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann den zweiten Band auch hinterhergelesen. Und ich plane auch den dritten Band irgendwann hinterher zu lesen. Momentan habe ich ihn tatsächlich leider noch nicht auf meinem Sub, aber wenn das irgendwann mal der Fall sein sollte, dann freue ich mich, wenn die Reihe dann irgendwann komplett in meinem gelesenen Regal steht. So, nun geht's weiter mit einem ersten Band aus dem Script 5-Label, das es ja mittlerweile leider nicht mehr gibt. Und da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, ob das nicht tatsächlich einfach bei dem ersten Band bleibt. Skint von Robin Wassermann hat mich so ein bisschen in die Science Fiction entführt, ganz, ganz leicht Dystopie. Ist auch schon Jahre her, aber bei diesem Buch habe ich halt hinterher gelesen, Leute. Lest nur den ersten Band. Band 2 und 3 sind schlechter. Braucht man nicht lesen, es ist okay, wenn man 1 und 1 gelesen hat. Naja, und das habe ich mir halt leider zu Herzen genommen und mir deswegen nie die Mühe gemacht, Band 2 und Band 3 bei mir einziehen zu lassen. Auch wenn das Cover so unheimlich schön aussieht und die Idee war auf jeden Fall sehr, sehr gut, aber ich habe mich da einfach davon abschrecken lassen. Kennt ihr die Reihe Skint? Habt ihr es gelesen? Habt ihr auch Band 2 und 3 gelesen? Und könnt ihr mir nun verraten, ob ich weiterlesen soll oder nicht? Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen und schreibt es mir in die Kommentare. Ich danke euch jetzt schon. Dafür habe ich hier einen Reihenauftakt, der mich in zweierlei Hinsicht überrascht hat. Vergissmeinnicht von Casey West. Zum einen hat es mich unheimlich gefesselt und tatsächlich meine Nachbarin, die sonst nie liest, auch. Sie war so angefixt, dass dieses Buch auf einmal über Nacht verschwunden war und ich nicht weiterlesen konnte. Ich konnte einfach nicht weiterlesen, weil sie mir das Buch geklaut hat. Und zum anderen ist am Ende des Buches herausgekommen, dass es tatsächlich einen zweiten Band geben wird.
Wobei man das Buch auch abgeschlossen lesen kann. Das muss ich dazu sagen. Aber es gibt einen zweiten Band und dieser zweite Band ist Weihnachten letzten Jahres bei mir endlich eingezogen. Deswegen hoffe ich, dass ich den zweiten Band auch bald lesen können werde und dann ist diese Duologie für mich auch mal abgeschlossen. Soll ich euch was verraten? Wir sind bei meinem letzten Buch der begonnenen Reihen angekommen und zwar bei Dustlands aus dem Fischer Verlag. Es hatte auch so einen tollen Aufkleber, die besten Serien der Welt. Von Moira Young, Die Entführung. Und ich habe dieses Buch, als es rausgekommen ist, so geliebt. Ich habe es verschlungen. Das Problem war natürlich, wie jeder es kennt, der zweite Band war einfach noch nicht da. Mittlerweile ist auch der dritte Band da, aber ich habe einfach beide Bände bei mir noch nicht einziehen lassen. Ich will sie aber unbedingt lesen, weil sie haben mir so, so, so gut gefallen. Ich schiebe es nur einfach von mich hinaus. Also ich schiebe es von mir her und einfach, weil ich die beiden Bücher nicht bei mir einziehen lasse, weil mein Sub momentan so hoch ist. Und ich habe aber auf jeden Fall das Ziel für mich gesetzt, dass ich diese Reihe noch beenden möchte. Ich hoffe, dass ich es irgendwann in naher Zukunft dann doch mal schaffen werde und nicht erst noch Jahre damit warte. Ja, und damit kann ich sagen, wir haben es geschafft, Leute. Wir sind fertig mit dem dritten Video. Ich habe euch in diesem Video und in den letzten beiden Videos, die vorher erschienen sind, 45 begonnene Reihen vorgestellt. Und wie ich es am Anfang angekündigt hatte, ich habe vorher schon tatsächlich ein paar Reihen aussortiert, die einfach vorher eingestellt worden sind, sodass ich sie ähnlich beenden kann. Ja, oder die ich unbedingt auf gar keinen Fall mehr beenden werde. Ich glaube, es sind tatsächlich 10 Reihen gewesen, die ich aussortiert habe im Vorhinein. Trotzdem sind es noch 45 und es sind einfach so viele und ich weiß gar nicht, wann ich die alle beenden soll. Es sind ja mindestens 45 Bücher, die ich irgendwann nochmal lesen muss, wenn es Duologien oder noch nicht ganz beendete Trilogien sind. Aber es sind wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 80 Bücher oder so. Ich habe auf jeden Fall noch einiges zu tun und jetzt schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr auch so viele begonnene Reihen, die ihr noch beenden müsst? Ich bin super neugierig und wisst ihr da überhaupt eine genaue Zahl? Ich weiß, dass ich euch auf jeden Fall irgendwann nochmal meine ersten Bände in meinem ungelesenen Regal vorstellen werde. Um nichts zu verpassen, hinterlasst mir doch gerne ein Abo, folgt mir ganz kostenlos und hier an der Seite seht ihr noch andere Videos, die ich für euch verlinkt habe. Jetzt sage ich ganz danke schön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.